Die Vorzeichen des Spiels könnten eindeutiger wohl nicht sein. Der Duvenstädter SV als Bezirksliga-Aufsteiger konnte nach 8 Spieltagen gerade einmal 3 Punkte ergattern und ist daher das Schlusslicht in der Tabelle der Bezirksliga Nord. Ganz anders die zweite Herren des USC Paloma, die sind nämlich Aufstiegskandidat und können mit einem Sieg auf Rang 1 vorrücken für die Gäste von der Bruckner Straße. Dementsprechend eine Pflichtaufgabe. Und so geht der USC auch in die Partie. Die erste Möglichkeit des Spiels, aber Volker Steen im Kasten vom DSV kann zur Ecke klären. Dann die 15. Minute und jetzt aufgepasst. Das ist Jan-Philipp Keinsberger. Und was für ein Schlingel ist dieser Keinsberger? Missglückte Flanke oder ein sensationeller Lupfer? Das könnt ihr euch aussuchen. Nichtsdestotrotz ein geiles Tor. Stehen kann sich strecken, wie er will. Den kriegt er nicht. Der Rest der ersten Hälfte bleibt uninteressant. Viele Ballverluste im Mittelfeld, aber keine klaren Chancen. Paloma kann gegen nach dem Tor stabil stehende Duvenstädter keine wirkliche Dominanz vorweisen. Auch im zweiten Durchgang hat man nicht das Gefühl, dass beide Teams 13 Tabellenplätze trennen. Was für ein Pass von Sprengel auf Rojo. 1-1. So kann es gehen. Fabian Lukas Rojo. Wenn einer für Duvenstedt Tore schießt, dann heißt er Rojo. Fabian und sein Bruder Niklas Rojo für fast die Hälfte aller Duvenstädter Tore in dieser Saison verantwortlich. Aber die Freude hält aus Sicht des DSVs leider nur für 3 Minuten, ehe David Booth sein OSC wieder in Führung bringt und aus dem zeitweiligen Tiefschlaf wieder zurück in die Realität holt. Und dieses Tor war in der Tat der Weckruf für die Gäste. Brugsch ist es 10 Minuten später, der die Führung ausbaut und es für den DSV zu einer Mammutaufgabe macht. Der Ball von Brugsch noch abgefälscht, was ihn dadurch unerreichbar für Steen und Kollegen macht. Eine Möglichkeit gab es noch für den DSV nach einer kurz ausgeführten Ecke über den Kasten. Danach fiel das 4:1 für die Gäste, wieder durch David Booth von unseren Kameras leider nicht erfasst. Dafür diese Chance von Julian Hilbig. Steen verhindert allerdings das 5:1. Und dann war's das. Nach Abschluss der Partie bleibt der DSV auf dem letzten Platz. Der USC Paloma darf sich allerdings freuen über die Tabellenführung. Ja, insgesamt freuen wir uns heute sehr über den Auswärtssieg. Das war unser primäres Ziel, dass wir hier bei einer, finde ich, richtig schweren Aufgabe in Duvenstedt mit den beiden Rojos vorne, das ist immer schwer zu verteidigen. Ich denke, dass sie auch nicht so schlecht spielen, wie es der Tabellenplatz dann aussagt. Und dass wir uns schon noch lange Zeit heute schwer getan haben. Ich fand, wir haben unser Spiel nicht so durchdrücken können heute, haben auch zu viel wieder mit langen Bällen gespielt, haben uns auch in der ersten Halbzeit auf der Sechserposition einfach zu viel Zeit gelassen, hätten schneller Entscheidungen treffen müssen. Im letzten Drittel fand ich uns trotzdem über das ganze Spiel eigentlich immer gefährlich. Da haben wir eine gute individuelle Qualität. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.